Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Nacht oder wann auch immer ihr dieses wunderschöne Video jetzt hier seht. Ich begrüße euch hier auf Weipersmeerwasser und ihr seht neben mir den Thorsten. Moin Moin. Wie angedroht, und wir haben hier ein kleines Kartönchen auf dem Tisch liegen. Viele wissen das vielleicht schon, andere wissen das nicht, können es nicht erahnen. Wir haben hier tatsächlich eine Straton Flex. Ja, endlich mal jemand, der das Ganze vorstellt. Ich hätte es schon früher vorgestellt, aber ihr wisst ja, ich nehme nur Sachen in die Hand oder stelle sie nur vor, die ich selber benutze. Da ich schon Straton Pros bei mir drüber habe. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir hier liefert kriegen. Also, das Wichtigste vorab, Seilaufhängung. Hatte da drüben schon eine wunderschöne Ablage, die jetzt ein bisschen besser befestigt ist. Ja. Wir gucken mal, ob wir einen entsprechenden Unfall vielleicht mit einblenden können. Das sollte mit dieser Lappe nicht passieren. Nee, die Wandverankerung war nicht die beste. Ja, ich habe ein bisschen zu dünne Schraube gewählt. Jetzt habe ich da eine 12er reingehauen, die sollte halten. Ja, also einmal entsprechende Seilaufhängung, Bedienungsanleitung. Dann kommen wir zum entsprechenden Netzteil mit, oh, was ist das denn? Achso, das soll so sein. Da ist ein entsprechender, die Kappe fehlt noch, weil wir müssen ja hier nehmen das entsprechende Kabel nachher noch dran packen. Und hier auf der Rückseite haben wir die Informationen, die wir gleich brauchen, um uns mit dem entsprechenden Gerät hier zu verbinden. Stromkabel, dann können wir das schon mal wegpacken. Und hier drin ist das gute Meanwell-Netzteil. Qualität vom Feinsten. Ganz wichtig, dieses Netzteil sollte so angebracht werden, dass es atmen kann. Ich hatte zum Beispiel bei mir die Idee gehabt, weil ich habe ja unheimlich viel Fläche bei mir im Aquarium, ja. Schrank unten, bring's einfach so unter der Decke an. Ganz dumme Idee, weil unter der Decke kann sich die Wärme stauen und kann nicht abgeleitet werden. Ich habe sie bei mir an der Wand, da kann die Wärme dementsprechend zirkulieren, nach oben weggetragen werden, also darauf sollte man achten. Die Dinger brauchen tatsächlich Luft zum Atmen. Das ist eine Sache, die ist ganz wichtig. So, legen wir jetzt mal auf Seite und dann kommen wir eigentlich mal zu dem, was wirklich wichtig ist. Du hast schon reingeguckt, ne? Ja, reingeguckt. Schweinerei. Ja, Neugier. Neugier muss immer sein. Das geht ja gar nicht. Ah, so ist die verpackt, okay. Dann haben wir hier das gute Stück. So ist er verpackt. Ja, kann man sehen. Und jetzt ziehen wir sie einfach mal nach oben raus. Wo links ist rechts. Sehr schön. Und dann packen wir sie mal. Ja, da ist das gute Stück. Und ganz ehrlich, ich sehe sie tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe sie zwar im Netz schon gesehen, aber live vor Ort, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das erste Mal. Und das ist krass. Es ist was anderes wie die Pros. Ja, auf jeden Fall, weil wir haben ja hier ein Strangpressprofil, wo im Prinzip die Wärme mit abgeleitet wird und was halt nicht direkt aus dem Aluminium, aus dem Vollaluminium herausgefräst wird wie bei der Pro. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist super verarbeitet. Da gibt es ein ganz dickes Like für. Auf jeden Fall. Das ist richtig voll. Ja, dann haben wir hier. Das Kabel mal los. Haben wir hier unseren Stecker. Und damit wir uns mit der Lampe verbinden können, müssen wir uns ja gleich erstmal in das entsprechende WLAN reinhängen. So, da hole ich gleich einen Laptop bzw. mein Pad hier und verbinde mich dementsprechend mit der Lampe hier per Webbrowser. Ich glaube, per App geht das auch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem anderen
Gerät da mal die App drauf habe. Muss ich mal gucken. Ich hole kurz das entsprechende Gerät und dann machen wir hier weiter. Weiter geht's. Also, ich habe mir einmal mein iPad hier geholt. Es geht auch mit jedem anderen Gerät. Hier ist jetzt im Moment die ReefTech-App drauf und mit der wollen wir dann gleich auch direkt an die Straton dran. Es geht auch direkt über einen Laptop, über die Web-Oberfläche. Ist eigentlich eine recht einfache Sache. Wir machen jetzt hier mal die Variante eigenes Netzwerk für diese Lampe. Also sprich, wenn ich mit der Lampe reden will, muss ich mich in das Netzwerk der Lampe einklinken. Und dann gehe ich hin und pack das Ganze in das, dann komme ich dementsprechend dran. Nachteil an dieser Variante ist, und das werden wir gleich sehen, das entsprechende, wir kommen nicht so einfach an Updates dran. Und das werden wir dann nachher im Laufe dieses Videos dann auch nochmal kurz zeigen, wie man dann hingeht und vom Access Point Netzwerk das Ganze ins normale Heimnetzwerk reinheben und dann haben wir auch die kommen wir problemlos an die Updates dran. Das ist ja gut. Ja, praktisch wäre das. Also, wichtig vorab, erstmal noch alles vom Strom trennen. Wir haben jetzt hier die Steckverbindung und bei der Steckverbindung ist es wichtig, es muss richtig einrasten. Links und rechts sind zwei Haken, die dann dementsprechend hier festsitzen sollen, müssen. So, dann haben wir hier eine Gummiabdichtung dran, setzen das Ganze drauf, wobei wir das wahrscheinlich nachher wieder auseinanderbauen müssen, wenn wir die Lampe drüber hängen. Mhm. Aber wir machen es erstmal so, eingeklickt, fertig und dann sind wir im Prinzip schon startklar. Jetzt kann der Strom dran, jetzt kann also mit dem entsprechenden genau verbinden und einmal den Hauptstrom bitte einschalten. Der hat einmal kurz aufgeblitzt. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Und jetzt dauert es knapp eine Minute, bis die hochgefahren ist und sich meldet. Und die guckt dann jetzt in dem Netzwerk, es wird Licht. Und die sucht jetzt in dem Netzwerk nach der Flex. Und da ist es schon. Einmal draufklicken. Jetzt möchte er einmalig, also wenn man sich mit der ReefTech-App angemeldet hat, möchte er einmalig die entsprechenden Anmeldedaten haben. Und über diese Lampe, also wenn man jetzt mehrere hat, geht man immer über diese Lampe rein und muss dann nur einmalig halt sich anmelden. Das ist dann der Vorteil der App. Bei der normalen Web-Oberfläche muss man halt jedes Mal wieder hingehen. So, das Übliche ist hier wieder Admin. Alles klein geschrieben, wichtig. Der zeigt das hier auch noch, der Sachen. So, Login. Und wir bekommen dann hoffentlich jetzt die entsprechende Oberfläche, die wir brauchen. Da ist es. Erst in Betriebnahme. Und jetzt können wir uns hier aussuchen als eine Leuchte oder mit mehreren Sektionen. Wir können jetzt sagen, da diese Leuchte hier zwei Sektionen hat, könnte man die trennen voneinander, wenn man damit spielen möchte. Ich behaupte mal, wir nehmen eine. Als eine Leuchte. So, jetzt brauchen wir nochmal den Benutzernamen hier. Und zwar richtig geschrieben. Ihr habt es gerade gesehen. Ja, da wollt ihr es groß haben. Nein. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Und jetzt können wir uns aussuchen, entsprechend als eigenständiges Netzwerk oder ins Heimnetzwerk einbinden. Ich würde sagen, du schreibst mir mal bitte das entsprechende Passwort auf. Mhm. Wir geben es ein und binden es direkt ins Heimnetzwerk ein. Da suchen wir uns dann nämlich hier das entsprechende Netzwerk aus. Ganz schön viel hier. Welches nehmen wir? Band of Brothers 4.0. Okay. So. Boah, wie rum war das denn jetzt? Oder du gibst es ein. Entsprechend an der Stelle blenden wir jetzt mal kurz was über, weil muss ja nicht jeder dein WLAN-Passwort sehen.
Das wäre schön. Nein, ist okay so. Moment, das ist falsch. Dann einfach weiter. Genau. Und auf Speichern. So, die Lampe ist jetzt in das WLAN integriert, ins Heimnetzwerk. Jetzt habe ich das Problem, jetzt muss ich mit der Kiste nämlich ins Heimnetzwerk, damit das Ganze funktioniert. Die Lampe macht jetzt einen Neustart. Das wird intern gemacht, wenn er keine Fehler gemacht hat und wir richtig alles ausgesucht haben, finden wir die Lampe gleich auch im Netzwerk. Hoffen wir es. Sonst müssen wir es nochmal gucken. Ansonsten müssen wir nämlich hingehen und tatsächlich ein Reset hier durchführen und das Ganze nochmal machen. So, streiche Sätze. Wir machen mal kurz die Aufnahme hier aus. So, es ist genau das passiert, was wir gerade gesagt haben. Er hat sein Passwort geändert, aber egal. Ist eh ein Balken drüber, könnt ihr nicht sehen. Wir hatten jetzt die Situation gehabt, dass wir bei der ersten Installation ein falsches Passwort da eingegeben haben und da müsst ihr bitte darauf achten. Keine Freizeichen lassen, keine Freizeichen davor oder dahinter, wenn ihr Passwörter kopiert habt. Er kann sich dann anschließend nicht in eurem Netzwerk anmelden und ist dann auch erstmal nicht verfügbar. Die einzige Möglichkeit, die ihr habt, ist dann hinzugehen. Hier ist ein kleines Löchlein und das ist der Reset-Knopf. Da geht ihr hin. Wir haben jetzt hier ein Stück Draht genommen, steckt den da vorsichtig rein und dann merkt ihr, wie da drin so ein kleiner Schalter nach unten gedrückt wird. Das ist nur ein kleiner Taster ist das. Und dann fängt ihr dieses Lämpchen an zu blinken. Das haltet ihr so lange, bis das konsequent durchleuchtet. Und dann lasst ihr das Ganze erstmal arbeiten. Das dauert dann anderthalb auf zwei Minuten. Und dann könnt ihr die Verbindungsroutine direkt auf die Lampe wieder so starten, wie wir es gerade eben hatten. Wir haben es jetzt geschafft, einmal das Gerät ins Netzwerk zu hängen. Über die ReefTech App sehen wir das Ganze jetzt hier schon. Sie ist drin, sie hat eine entsprechende Adresse bekommen. Und ich muss jetzt, da ich mich jetzt erneut wieder neu anmelde, hier in einem anderen Netzwerk, und da wir das Ganze resettet haben, muss ich mich nochmal mit Benutzername anmelden. Was du, ja, sollte auch schreiben. Admin, Admin, ist das Übliche. Einloggen. Und siehe da, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. So, was ich jetzt hier sehe, ist schon mal Fakt, dass wir eine Wattanzeige haben, aber wir haben noch keine Paaranzeige. Heißt, dass wir definitiv erstmal schauen müssen, dass wir den entsprechende Update hier kriegen. Dafür müssen wir mal kurz einen kleinen Break machen, weil ich das erstmal runterladen muss. So, Ladies and Gentlemen, schon wieder eine Unterbrechung. Also, wir haben jetzt das entsprechende Update heruntergeladen. Ich wähle es hier unten dementsprechend aus. Downloads, genau. Da haben wir es dementsprechend hier 23.04.26. Den nehme ich, wird dann angezeigt und dann sage ich ganz einfach ausführen. Und dann haben wir wieder das gleiche Spiel. Das dauert ein bisschen. Ja, er fragt, will ich das wirklich übernehmen? Ja, ich übernehme das. Und die üblichen Sicherheitshinweise, bitte die Lampe nicht von der Stromversorgung trennen und. Weil wenn ihr während so einem Update den Strom unterbrecht, dann ist Feierabend. Okay. Dann könnt ihr die Lampe nämlich erstmal einschicken. Beziehungsweise das Teil hier. Das ist ähnlich, als wenn man bei einem BIOS-Update, bei einem Computer den Strom ausschaltet, dann ist nämlich auch Feierabend. Also, bitte Lampe anlassen, warten, bis das entsprechende Update hier durchgelaufen ist und wir sind gleich wieder da. Wieder Zeitsprung. Wir haben
das Update durchlaufen lassen. Die Lampe ist im Prinzip jetzt auf dem neuesten Stand und ihr könnt oben links in der Leiste sehen, einmal haben wir momentan einen Verbrauch von ungefähr 60 Watt, so für 58 bis 60 Watt zeigt sie an, und wir haben rechts daneben die entsprechende Anzeige der Paarwerte, wenn die Lampe korrekt aufgehangen ist. Also wir können diese Anzeige, danach können wir gehen. Also ich habe bei meinen Starter und Pros, und das ist ja im Prinzip das gleiche hier, bloß halt anders aufgeteilt, nachgemessen. Also wir haben plus minus 5 bis 10%, aber das ist bei den Paarwerten nicht ganz so schlimm. Aber es ist ja eh nur als Orientierung gedacht. So, was wir jetzt noch kurz im Prinzip haben, ist, dass wir jetzt hier oben noch fehlende Farben tatsächlich haben, weil nach dem Update ist es tatsächlich so, dass man erstmal die Programme auswählen muss, einmal installieren muss, beziehungsweise auswählen, das entsprechende Programm auswählen muss, weil hier steht ja schon dementsprechend SPS Plakativ Plus. Ja, diese Plus-Programme sind die, ich sag mal, entschärften Programme. Die sind dafür da. Die Lampe imitiert jetzt das tatsächliche Tageslicht mit allem Schnick und Schnack. Auch mit entsprechenden schlechteren Strahlen, also sprich mit den entsprechenden UV-Werten, die bei Korallen, die jetzt ein bisschen geschädigt sind oder nicht ganz auf der Höhe sind, zu Schäden führen können. So, ATI ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir bringen entsprechend entschärfte Programme raus, damit man erstmal damit arbeiten kann und dann anschließend von dem einen auf das andere wechseln kann. So, wir nehmen jetzt einfach mal SPS Plakativ. So, und da haben wir hier eine Möglichkeit zu sagen, wir fangen mit entsprechender Stärke an, Eingewöhnungsphase, Licht gewöhnt, Starklicht gewöhnt, bitte. Am Anfang, egal was ihr vorher drauf habt und wie viel Licht ihr vorher drauf hattet, geht hin und nehmt erstmal wenig. Wir setzen jetzt hier einfach mal so auf 30%. Uhrzeit können wir entweder geschlossen verschieben, so wie wir das wollen, oder wenn wir halt rechts dieses Schloss aufmachen, können wir auch sagen, wir möchten das ändern. Aber es sind eingestellte Sachen, die sollte man erstmal so lassen. Wir übernehmen das Ganze. Und wenn ihr jetzt mal hier oben in den Bereich reinschaut, da ist eine neue Farbe aufgetaucht. Da steht jetzt SPS Plakativ. Und wir schauen uns jetzt mal den Unterschied zwischen den beiden an. Und zwar einmal haben wir jetzt hier die entschärfte Version, SPS Plakativ Plus. Und wir haben hier oben SPS Plakativ. Da seht ihr, UV und Violett ist sehr viel höher ausgeregelt. Und beim SPS-Plakativ ist ein bisschen mehr Rot drin, also es ist was geändert. Aber wie gesagt, die Farben kriegt ihr erst, wenn ihr einmal das Programm angewählt habt. So, und jetzt kriege ich gerade hier, super, muss ich einmal zurück. Nachteil von Apple, ne? Ja, immer das Gleiche. So, was haben wir noch? LPS, SPS, laden wir einmal. Wir nehmen jetzt einfach mal Volllast hier, 80%. Jetzt gleich wird es hell. Ui. Aber wir haben die Lampe hier so liegen, wir können im Prinzip immer noch drauf gucken, das ist halt der Vorteil der entsprechenden Reflektoren. Also wenn ich jetzt hier, nee, geht gar nicht. Keine gute Idee, genau. So, wir haben jetzt hier auch ein neues Programm, das LPS SPS Plus, und da oben haben wir das alte Programm. Da sehen wir auch 140 zu 210 beim entsprechenden UV und Violett. Und wenn wir das jetzt ändern, 40 und 100 ist also entschärft worden. So, und last but not least haben wir natürlich noch das LPS-Programm. So, und da haben wir das gleiche Spiel. Ich gehe mal mit der Leistung hier runter. Und es brennt hier oben noch die Solarzellen durch. So, und da das gleiche Spiel habt ihr jetzt, glaube ich, hoffe ich, auch gesehen. Wir haben hier oben das LPS-Programm. Und jetzt gehen wir runter in das LPS-Plus-Programm. Und da sind dann die entsprechenden Sachen auch entschärft. Ja. Das erstmal zur Grundinstallation. Machst du mir das von Toms Korallen auch noch mit drauf? Das müsste... Stimmt, ist auch noch nicht drin. Ja. Einmal laden, gleiches Spiel, Licht gewöhnt, übernehmen, und da ist es dann auch... Da gibt es noch tatsächlich eine Farbe und die ist auch im Vorfeld schon komplett entschärft. Wenn ihr dann, ich sage es mal, erstmal das normale Programm wählt und eure Korallen sich dann so nach und nach an das Licht gewöhnt hat, dann geht ihr hin und erstellt eine neue Farbe nach diesen Vorgaben. Und da könnt ihr dann hingehen und so nach und nach, Woche für Woche, UV und Violett
ein bisschen mehr reinregeln, so wie er das braucht oder wie die Korallen das im Endeffekt vertragen. Korallen beobachten, ein kleines bisschen schneller das Ganze hochziehen und dann immer so 5-10% hochziehen das Ganze. Und dann könnt ihr die Korallen dann mehr oder weniger dann auch an dieses Starklicht gewöhnen, wenn ihr das wollt. Bei den LPS ist es tatsächlich nicht notwendig, den kann man mit relativ wenig Energie fahren. Da ich es auch relativ viel LPS bei mir im Becken habe, habe ich es auch nicht so viel Verbrauch. Also mein gesamtes Becken wird gerade mit, ich glaube, 180 oder 90 Watt bestromt. Das ist wenig. So, und wir haben jetzt hier eine Leistung von 30%. Gehen wir mal ins LPS-SPS, genau. Da gehen wir auf ungefähr 40%, weil hier bei der Straton Flex ist es so, dass wir ein kleines bisschen mehr Saft brauchen. Aber da richtet ihr euch dann entsprechend an den Paarwerten aus. Weil wir haben ja im Prinzip hier eine lange Fläche, die bei, schafft eine Ausleuchtung von bis zu 60 cm in der Breite. Und hier muss ich jetzt mal eben gucken, das ist bis Meter 10, glaube ich, war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Meter war das? Ein Meter, für Aquarien von 1 Meter bis 1,20 Meter. Also je nachdem, wie hoch man die hängt. So, und da wir jetzt hier tatsächlich erstmal nur mit Halblast fahren, diese Lampe hat unheimlich viel Druck. Und wenn man die ein kleines bisschen höher dann hängt, wenn es dann geht, also wir sind ja da hinten ein bisschen mit der Höhe beschränkt, ja. Aber wir brauchen es ja auch nicht. Bei anderen Becken haben wir dann halt die Möglichkeit, die Lampe etwas höher zu hängen und dann da hinzugehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt ein bisschen mehr Saft drauf, dann haben wir eine etwas breitere Ausleuchtung und kommen dann auch tatsächlich hin, um die entsprechenden Maße, wie hier angegeben, Meter 20, bis zu einem Meter 20 auszuleuchten. Ja, größer gibt es nur noch eine mit drei Elementen, das wäre die Straton Flex 153 und die ist dann dementsprechend für Becken, ich glaube, ab 1,50 Meter. Ich muss jetzt eben gucken, ich habe es nicht im Kopf. Was ich auch nicht alles weiß hier, verdammte Axt. Ich glaube, ab 1,50 Meter war die. Meter 40, ja, ich habe es gerade gesehen. 1,40 Meter bis, genau, hier, 1,40 Meter bis, wo ist es denn? Da, 1,40 Meter bis 1,70 Meter. Also für mein Becken wäre es schon tatsächlich zu wenig, weil ich habe ja 1,85 Meter. Mhm. Fällt also schon mal unten durch, aber generell, es ist ja jetzt auf Basis, ich sag mal, der T5 Beleuchtung wieder aufgebaut, also sprich diese längliche Beleuchtung. Wir haben jetzt halt wirklich den Vorteil zu sagen, okay, wir fangen jetzt erstmal mit einer Lampe an. Und wenn wir jetzt ein Becken haben, was es meinetwegen 60, 65 tief ist und wir wollen tatsächlich höhere Korallen reinsetzen, da kann man immer noch sagen, okay, ich bin jetzt, haha, so flexibel, daher auch der Name Flex. Ja, ist tatsächlich so. Ich habe gestern noch mit dem Olli Rücksprache gehalten. Daher kommt das, weil man halt jetzt hier mit diesen Lampen etwas flexibler ist, kann man ganz einfach noch eine zweite daneben setzen und ist tatsächlich im Endeffekt sogar noch günstiger als wie mit den Pros. Bei den Pros ist es halt so, wir haben von vornherein eine Fläche. So, und da ich sowieso Freund einer flächigen Beleuchtung bin, ist das schon mal nicht schlecht. Aber hier haben wir ja auch eine sehr große Lichtentstehungsfläche. Nicht so, ich sage jetzt mal, wie bei anderen Herstellern, hier so ein Stück und dann hier so ein Stück und die dann dementsprechend so abstrahlen müssen und alles andere ist halt nicht beleuchtet. So ist es, haben wir die Imitation einer, ich sag mal, T5-Röhre oder T5-Röhren. Ja. Das müsste dann ja eigentlich der Größe der 56 Watt hier 5 Euro ungefähr sein. Ja, so in dem Dreh sollte es sein. Und tatsächlich, wir haben die Abstrahlwinkel hier sind immer noch die gleichen, also sprich 90 Grad haben wir hier drin. Und ja, von daher läuft soweit. Eingerichtet ist sie. Jetzt gleich hängen wir sie erstmal dran. Ja. Machen erstmal die neuen Seilaufhängungen dran. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze über dem Becken aussieht. Kurzer Schnitt, bis gleich. Bis gleich. So, weiter geht's. Hier haben wir erstmal ein gutes Stück stehen. Und hier haben wir die Aufhängung. Da sind die Hülsen jetzt schon mit normalen Schräubchen drin befestigt. Wir hatten noch alte Hülsen dran, die haben wir gerade abgemacht. Und als wir die neue festgezogen haben, ist die Schraube abgerissen. Ja, besser jetzt als später. Genau. So, jetzt kommen wir zu den Aufhängungen. Da haben wir... Nehme ich eine kleine Besonderheit.
für dich, habe ich schon vorbereitet. Die werden hier einfach nur eingefädelt, also sprich ganz normal durch und dann hier oben eingeschraubt. Einmal festziehen und dann haben wir hier das erstmal über. Pack mal rein. Nicht ziehen, nicht zu viel Druck dran, drauf ausüben. Ich hol schon mal die Lampe. Wenn es mal wieder länger dauert. So, weiter geht's. Wir haben jetzt ein kleines bisschen vorbereitet. Hier haben wir einen Karton oben drauf gelegt. Dann können wir die Lampe nämlich erstmal schön drauflegen, dass, ohne dass was passiert. Weil wir ja auch noch hingehen müssen und die Positionierung der entsprechenden, haben wir jetzt eine Kleinigkeit gesehen. Hier drin sind so wie so Gummistopper drin, dass die hier nicht wild hin und her gehen. Ist eigentlich auch dafür gedacht, wenn man, ich sag mal, das Ganze ein kleines bisschen schräg aufhängt, dass die nicht zueinander rutschen. Dann pendelt die Lampe sich selbstständig aus. Wir haben jetzt den Draht eingeführt. Wichtig an der Sache ist, viele gehen hin und ziehen jetzt hier dran so nach oben. Tut es bitte nicht. Der Draht ringelt sich anschließend wie so ein Schweineschwänzchen. Ja, die Lampe also im Prinzip anheben auf die Höhe, die man haben will. Wir machen dann noch das Ganze oben. Und den Druck immer von dem Draht runternehmen. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier unten drunter an der Unterseite befinden sich Stellschrauben. Die sollte man dann, wenn die Lampe gerade hängt, ausrichten bzw. festziehen. So, dann haben wir jetzt hier noch ganz viel Seil über. Da müssen wir dann gucken, was wir damit machen. Aber erstmal hübsch zusammendrehen, oben drauflegen. Und wenn wir uns hundertprozentig sicher sind oder du dir hundertprozentig sicher bist, kannst du es dann abschneiden an einer gewissen Stelle. Immer Luft lassen. Haben ist besser wie brauchen. Dreimal abgeschnitten, noch zu kurz. Ne? Ihr kennt das Spiel. So, sicher ist sie. Gerade eben nochmal schauen hier. Hängt nicht ganz gerade mit der Wand. Du musst ein kleines Stück runter. Ja, einmal oben anknicken. Erstmal so. So, Kabelführung machen wir gleich nochmal ganz genau. Legen wir direkt in den Schrank oder machen wir das erst später? Das machen wir ja später, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein bisschen was zum Basteln. So haben wir die Lampe jetzt erstmal hängen. Können Sie jetzt, packen wir jetzt gleich das Netzteil dran, wenn wir Licht brauchen. Ja. Wenn wir ein bisschen schöner hier haben dann gleich. Und ja. Wir haben jetzt halt auch noch die Möglichkeit, wie gesagt, die, wenn wir sie bewegen wollen, hier vor und zurück, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Bei den Gummistoppern müsst ihr ein bisschen mit Gefühl dran gehen, mit Kraft. Entweder mit einem freien Schraubendreher, hast du auf deiner Seite gemacht. Man kann die aber auch mit viel Kraft ziehen. Also da müsst ihr schon ein kleines bisschen mit arbeiten, damit das dann alles passt. Aber alles in allem, ja, ist hübsch, hängt. Ja, ich hole mal den Netzstecker, machen wir einmal Licht an. Genau, kurzes Break. So Leute, so soll es im Endeffekt erstmal aussehen. Schön, schlank. Also, ich bin tatsächlich von dieser Lampe richtig begeistert. Also die Pros sind schon geil, aber die Flex jetzt so aufzubauen, dass es halt im Endeffekt wie ein, ja, sag mal, T5 ähnelt, also ausleuchtungstechnisch, der T5 ähnelt, ist natürlich auch genial. Wenn du jetzt noch ein anderes Becken hast, beziehungsweise mehr rein, du wolltest dann ungefähr bis hier gehen wahrscheinlich. Also das, der Zwischenschritt soll bis 65 cm Tiefe sein und wird dann erstmal 1,25 m, so als Zwischenschritt, bevor ich aufs ganz Große gehe. Und das soll dann auch hier auf die Wand? Auch auf diese Wand. Müssen wir dann, wenn wir das dann zusammen machen, das Becken dann darüber schieben, dann können wir das hier in Ruhe aufbauen. Ja, das ist ja kein Problem. Wir beiden Kleinen schaffen das schon. Bin ich mir sicher. Und das Endbecken, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wird entweder 2 Meter auf dieser Wand und 70 cm tief. Mhm.
Die andere Variante wäre dann hier auf der Wand, aber ich weiß nicht, ob man sich wirklich ein 3-Meter-Becken ins Wohnzimmer stellen soll. Also ich denke, 2 Meter reichen aus. Also ich denke, das Endbecken wird dann 2 Meter mal 70 oder 75. Mhm. Und dann müsste ich mal gucken, ob ich entweder die Straton mehrfach drüber hänge, was mir sehr gut gefällt. Oder ob ich, du hast ja jetzt schon auch die Variante hier 1 Meter. Das heißt, ja, wenn das 2 Meter Becken kommt, bräuchtest du nur noch, ich sag es mal, in erster Linie, ja, wenn wir eine 70er Tiefe haben, müsstest du noch 3 dazu holen. Ja. Dann haben wir eine optimale Ausleuchtung. Ja. Man könnte natürlich hingehen, das Ganze etwas höher setzen, erstmal nur eine dabei packen. 60 schafft sie. Und wir haben ja tatsächlich nicht immer bis voll an den Rand ausgebaut. Also ja, man könnte das erstmal für den Anfang, wobei du hast gesagt, du willst in die Decke gehen. Ne? Ja, genau. Hochglanzdecke ist nicht so schön wie bei mir, wo ich was noch kaschieren kann. Hier geht das nicht. Also hier sollte man sich sicher sein, wo man reinbohrt. Eben. Deswegen auch dieses formschöne Regal darüber gebaut. Ist doch, ich finde das Regal klasse, wenn es dann hält. Ja, da habe ich ja jetzt 12 Schrauben reingedreht. Ich guck mal, ob wir das Bild finden, dann kannst du das mal mitnehmen. Ich blende es dann mal mit ein, wenn wir es haben. Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist, vom Design her ist das absolut genial. Die Lampe ist schmal, die ist dünn, 14 mm dünn ist sie. Mhm. In der Länge haben wir jetzt hier 95,2. Das Becken ist ein 90er Becken, steht also links und rechts ein kleines bisschen über. Wir verschwenden also Licht und Strom. Das ist natürlich doof, ne? Aber ihr seht selber, ihr könnt es am Boden nicht sehen. Also es kommt nicht viel unten auf dem Boden an. Es wird nicht viel abgestrahlt, weil halt wirklich alles tatsächlich gerichtet ins Becken reingeht. Und ich finde das Design absolut klasse. Also da ist ATI wirklich ein guter Zwischenschritt und auch eine gute Alternative zu der Pro gelungen. Hier hätten wir bei der Pro hätten wir hier eine 202er nehmen müssen, die hier wirklich vernünftig ausgeleuchtet hätte. Die 204er hätten wir nehmen müssen. 60. Ja, die 204er, genau. Ja. Wäre doof gewesen, auch preistechnisch. Ja, im Vergleich, lass mich nicht lügen, ich habe es jetzt gerade hier. 880 Euro kostet die, glaube ich, zurzeit. Ja, genau, 895 zu, lass mich nicht lügen, da 204er kostet 1590. Ja. Also ne, ist da raus nochmal ein Unterschied und es ist tatsächlich ja flexibel erweiterbar. Ja. Also mal jetzt ganz doof gerechnet, wenn wir jetzt sagen, es reicht erstmal eine, hängst du noch eine dabei, für das gut 2 Meter Becken, Thema durch. Ja. Und wir haben die Möglichkeit hier tatsächlich bis auf 1,20 Meter erstmal tatsächlich in der Gesamtlänge auszuleuchten. Also von daher. Das war ja auch die Entscheidung wegen der Flex, wenn ich dann diesen Zwischenschritt mache, weil ich möchte diesen Zwischenschritt machen, weil ich mit diesen Stöpseln nicht anfangen möchte, sondern mit mehr gewachsenen Korallen, um weniger Probleme zu haben. Und deswegen war die Wahl und dann kann man einfach noch eine zweite davor hängen bei einer 70er Tiefe. Ja. Optimal. Und bin preislich gesehen dann bei der 204er, die das auch schaffen würde mit Sicherheit, aber ist dann jetzt halt für dieses, den Plan, den ich verfolge, die bessere Variante gewesen mit der Flex. Ja, definitiv. Ja, kann ich nur sagen, Lampe gefällt mir, schönes Ding. Ja. Wenn ich jetzt nicht schon welche bei mir über dem Becken hätte, wäre das definitiv die Wahl. Ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich werde ja öfters hier sein. Ja, hoffentlich. Ansonsten wird es ferngesteuert aus der Ferne. Also es sind ja auch immerhin knapp 180 Kilometer. Ja. Von daher kriegen wir aber hin. Dann kriegen wir hin, sicher. Und wenn wir es nicht hinkriegen, weißt du, was hier droht. Also, in diesem Sinne war das jetzt erstmal die Vorstellung der Straton Flex und wie es dann jetzt hier über dem Becken aussieht. Das nächste, was wir in Angriff nehmen werden, ist erstmal Technik, Verrohrung etc. pp. Das wird das nächste Video hier zu diesem Projekt. Ja. Dann haben wir noch die Mai Aqua gegebenenfalls auf dem Programm und EpoReef. EpoReef, genau. Also, kommt noch genug. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Daniel. Und Thorsten. Genau. Ciao. Ciao.